Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen veganen Foodhaul für euch. Ich war wie ja fast immer bei Penny und ja, habe so einen kleinen Wocheneinkauf gemacht. Der ist jetzt nicht ganz so groß ausgefallen wie sonst. Schaut gerne auch bei meinem letzten oder vorletzten Foodhaul vorbei. Ich habe im letzten Foodhaul nämlich viele Neuigkeiten von Penny dabei gehabt. Genau, dieses Mal habe ich auch wieder ein paar mitgenommen und die zeige ich euch jetzt mal. Ich fange einfach mal querbeet an. Ich habe hier alles Mögliche, ja, alles durcheinander im Korb drinnen. So, das erste, was mir ins Auge sticht, wäre ein Hokkaido-Kürbis und ein Butternut-Kürbis. Ich verlinke euch gerne mal ein paar Kürbisrezepte. Ich habe schon viele Kürbisrezepte gemacht, sowohl mit dem Hokkaido-Kürbis, da kann man ja die Schale dran lassen zum Essen, als auch Butternut-Rezepte. Da habe ich jetzt vor kurzem erst eine Butternut-Kürbissuppe gemacht. Wie gesagt, verlinke ich euch. Oder einen Butternut-Kürbiskuchen, sowie verschiedene Hokkaido-Rezepte. Genau, verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Beim Butternut-Kürbis muss man ja die Schale schälen, also entfernen. Dann geht es weiter mit einer Dose Kichererbsen, wieder auf Reserve. Eine Packung Paprika, leider ist auch dieses Mal einiges an Gemüse wieder in Plastik. Zwei Romana Salatherzen, kleine Cocktailtomaten, genau. Dann passierte Tomaten, muss auch immer zu Hause sein auf Vorrat. Eine Salatgurke. Dann habe ich zweimal Cashewkerne gesalzen mitgenommen. Sowie große normale Tomaten. Die sind bio. Da finde ich das gut, dass das in einer, was war das jetzt nochmal? Genau, ich glaube, die Verpackung ist aus Gras etc. gemacht. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal besser. Dann habe ich wieder Zucchini mitgenommen. Und zwar waren das zwei Doppelpacks. Ich habe aber heute Mittag schon eine Zucchini benötigt für meine Zucchini-Lasagne. Das verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Das ist eine vegane Zucchini-Lasagne. Ich kann euch auch ein paar andere Zucchini-Rezepte unten noch verlinken. Ich persönlich ja, liebe Zucchini. Ich könnte alle paar Tage irgendwas mit Zucchini essen. Genauso wie Aubergine. Da habe ich eine mitgenommen. Kann ich euch auch gerne mal ein paar Aubergine-Rezepte verlinken. Dann eine Neuheit, die ich euch letztes Mal schon gezeigt habe. Es gibt ja bei Penny jetzt die neue Eigenmarke, die vegane Food for Future. Da haben die unter anderem diese Käse, also diese veganen Käse-Genussscheiben. Und der hier schmeckt wirklich richtig lecker. Da habe ich letztes Mal schon zwei Packungen mitgenommen, aufgegessen. Jetzt habe ich nur eine mitgenommen, da ich auch nicht so der Käse-Fan jetzt bin und das nur hin und wieder mal esse. Aber wenn man das für einen Auflauf zum Beispiel verwendet, habe ich jetzt auch gestern ausprobiert. Mit der Packung, die ich noch hatte, dass man das über den Auflauf drauflegt. Wirklich richtig lecker. Und der schmeckt auf Brot wie Butterkäse. So, dann Bio-Zitronen, auch wie immer. Ja, muss eigentlich immer mit. Rote Zwiebeln benötige ich auch. Einmal die Woche ungefähr. Dann habe ich vier Äpfel mitgenommen, auch leider in Plastik. Da wollte ich nämlich jetzt morgen oder übermorgen wieder meine leckeren Teigtaschen, also Blätterteigtaschen gefüllt mit Apfel machen, also Apfeltaschen. Die sind vegan, kann ich euch gerne unten in der Infobox auch das Rezept verlinken. Also die müsst ihr wirklich unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr Apfeltaschen mögt. Die sind richtig lecker und gehen super schnell. Einmal Sonnenblumenöl, muss auch immer dabei sein. Eine Packung Zucker. Dann habe ich, das habe ich letztes Mal auch schon mitgenommen, wieder von einer neuen Marke und zwar diese Like Fish Stäbchen. Also die schmecken wirklich wie Fischstäbchen, beziehungsweise wie nennt man es denn? Also ganz normal wie Fisch eben, der paniert ist, zum Beispiel wie ein Seelachs. Genau, ganz normal panierter Fisch eben. Wirklich richtig lecker, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja letztes Mal schon ein oder zwei Packungen mitgenommen, genau. Und jetzt war hier gerade noch eine im Kühlregal drin und dann habe ich mir die noch geschnappt, weil ich das wirklich lecker fand. Und mit so ein paar Ofenkartoffeln oder Rosmarinkartoffeln schmecken die wirklich richtig gut. Außerdem habe ich noch was Neues mitgenommen, das hatte ich letzte Mal nicht mitgenommen, ebenfalls von Food for Future. Das ist dieses vegane Hack aus Erbsenprotein. Genau, also das sieht so aus. Erkennt man das? Ja, also so sieht es aus. Und genau, da wollte ich jetzt auch einfach mal eine vegane Bolognese machen. Kann ich auch gerne unten in der Infobox mein Lieblingsrezept für vegane Bolognese verlinken. Da habe ich, also da hab ich auch veganes Hack verwendet, nur von einer anderen Marke. Und genau, das probiere ich jetzt mal mit dem aus, ob es da irgendeinen geschmacklichen Unterschied gibt, weil ich glaube, das andere war nämlich nicht auf Erbsenproteinbasis,
sondern auf Soja, glaube ich. Genau, schaut da gerne mal vorbei bei dem Bolognese-Rezept. Einmal, Kamera ging aus, einmal bzw. zweimal wollte ich sagen, geröstete und gesalzte Pistazien. Die zweite Packung, die wir hatten, haben wir nämlich gestern Abend schon komplett zu zweit verdrückt. Die sind wirklich also richtig lecker, vor allem wenn man abends noch sowas snacken will. Also Pistazien, also ich liebe Pistazien, ich finde, die gehen immer. So, dann genau, oh, das war es schon fast. Also wie gesagt, der Haul ist auch nicht so groß. Noch eine Neuheit, beziehungsweise war das an den Wühltischen. Ich wollte sagen, der Haul ist jetzt auch nicht so groß, weil wir nämlich noch sehr viel vom letzten Einkauf übrig hatten. Außerdem waren wir 3 Tage nicht zu Hause und somit ist noch einiges eben da. Zweimal gab es Buchweizen. Und zwar sind das gleich 800 Gramm. So sieht das Ganze aus. Vielleicht findet ihr das noch oder vielleicht habt ihr das auch schon bei Penny gefunden. Das ist in den Wühltischen, die es immer gibt, diese Sonderangebotstische eben bei Penny. Ja, ganz normal Buchweizen und ist sehr, sehr, sehr gesund. Und ich kann euch da gerne auch mal ein sehr leckeres Rezept, also falls ihr nicht wisst, wie man jetzt Buchweizen genau zubereitet oder ihr da nicht so viele Ideen habt und das eher langweilig findet. Ich kann euch da eine super leckere Buchweizenpfanne verlinken mit Gemüse. Die ist wirklich super lecker, natürlich vegan. Und genau, die verlinke ich euch unten mal in der Infobox, habe ich nämlich auch schon abgedreht. Und ja, da habe ich jetzt 2 auf Vorrat genommen, weil, ja, wie gesagt, die waren im Angebot. Und ja, man kommt da auch eine lange Zeit mit aus. Außerdem, hier hinten stehen auch bei dieser Packung jetzt, also so jetzt sieht das Ganze aus, das ist eine russische Marke, denke ich mal. Und hier hinten sind auch 3 Rezepte, wie man das Ganze zubereiten kann. Einmal die klassische Variante, einmal eine pikante Variante mit verschiedenen Gewürzen. Gut, die pikante Variante ist jetzt mit Käse, das ist jetzt nichts Veganes. Aber man kann es ja eventuell mit veganem Käse machen, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich nehme Buchweizen hauptsächlich eigentlich nur für Gemüsepfannen. Also ich variiere da immer mit dem Gemüse, mit den Gewürzen und mache eigentlich nur Gemüsepfannen daraus, beziehungsweise Bowls. Genau, also für Gemüsepfannen oder Bowls ist das wirklich richtig lecker, so One-Pot-Gerichte. Und hier gibt es unten noch eine süße Variante mit Zimt, Zucker, Rosinen, Nüssen etc. Genau, also nur mal so als Anregung dann eben hinten drauf. Aber ich verlinke euch gerne unten mein liebstes Lieblingsbuchweizenrezept, also meine Gemüsebuchweizenpfanne. Ja, das waren alle Sachen, die ich jetzt mitgenommen habe. Wie gesagt, nicht viel. Und ich hoffe, euch hat der Food Haul gefallen. Schaut gerne auch beim letzten oder bei meinen anderen Food Hauls vorbei. Schaut gerne bei meinen Rezepten vorbei, die ich euch unten verlinkt habe. Folgt mir gerne auf Instagram. Der Link ist unter der Infobox. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr eins meiner Rezepte ausprobiert und macht. Könnt ihr mich da gerne auch verlinken. Und lasst mir sehr gerne ein Abo hier da. Würde mich auch sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.